Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind im Seelenquell, sind in Leichenbergen aufgewacht. Eigentlich sind wir gestorben, aus irgendwelchen Gründen sind wir wieder auferstanden und das werden wir jetzt ergründen. Wir müssen hier aber erstmal einen Ausweg finden. Ich kann mal so ein bisschen das Questlog zeigen. Das Questtagebuch enthält alle deine Quests. Du kannst deine aktiven Quests festlegen, indem du eine Quest auswählst und Enter drückst. Wir haben aktuell nur eine. Man kann sie auch nicht wieder deaktivieren. Man kann alle Quests ausblenden. Aber dann sind sie nur hier geschlossen. Die bleibt aktiv. Es gibt Gruppierungsquests. Keine Ahnung. Es gibt Nebenquests. Klassische. Es gibt Aufgaben. Und ja, einen Reiter für die beendeten Quests. Gucken wir mal später. Fähigkeiten und alles sehen wir sowieso noch, wenn wir den ersten Stufenaufstieg haben. Wir brauchen, hier kann man das immer schön sehen, 500 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Ja, und gucken jetzt einfach mal, ne? Nicht wahr? Was ist denn das hier? Aufheben, Entsorgungsnotiz. F ist aufheben, okay. Geheimhaltung ist nochmal wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge sollen wir nicht. Am Abend war es noch drin. Gewiss keine schöne Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost. Famoros Huguet? Iser Francois Huguet? Nehmen. Enthalten Entsorgungsnotiz. Erhalten Entsorgungsnotiz. Hebel. Ja gut, Oh, guck mal, ein rostiges Schwert. Gewehr. Inventarlimit. 70 aktuell. Du hast neue Gegenstände erhalten. Drücke Escape, um sie dir anzusehen. Inventar. Immer wo es was Neues gibt, ist ein Sternchen davor. Waffen. Primäre. Rostiges Langschwert. Geschwindigkeit Mittel. 7 Körperschaden, 2 Durchbohrungsschaden. Sieht ziemlich cool aus. Für ein erstes Schwert. Ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Gegenstände. Achso, die Entsorgungsnotiz. Alle öffnen, alle schließen, zurück. Kunkelkunk, da fällt alles zusammen. Dann gucken wir mal. Ich glaube, meine Maus ist schneller, als der Charakter sich nachbewegt. Mal gucken, ob ich die Maus... Sie sind überall. Aktivität. Lauft! Ein bisschen runterstelle. Flieht, Kinder des Staubs! Flieht vor der Macht der Tuata! Kinder des Staubs, sind das etwa... Na gut, also wir haben ja Zwerge gesehen am Anfang, also zumindest interpretiere ich das als Zwerge. Nur leider sind sie keine spielbare Rasse. Ja, das ist das Problem, was ich nach der ersten halben Stunde sagen kann. Das ist das große Problem, was dieses Spiel hat. Die Zwerge sind kein spielbares Volk. Kann ich eigentlich... Am Field of View kann ich nichts ändern. Yay, zerstörbare Umgebung. Kann ich... Das ist blocken. Das ist laufen. Schleichen oder so kann ich offenbar noch nicht. Wie gesagt, das ist hier ein bisschen Tutorial. Rams! Oh. Weg mit euch! Mal ganz kurz gucken, ob ich an der Ansicht ein bisschen was ändern kann, wenigstens. Audio, Auflösung, Grafik. Steuerung. Online. Spiel. Leider nicht. Na gut. Werde ich mich wohl dran gewöhnen. Ich finde es könnte ein bisschen weiter weg sein vom Charakter, aber ich kann auch nicht zoomen mit dem Mausrad oder so. Hier geht's nicht weiter. Springen kann man übrigens nicht. Ich habe in der Steuerung mal nachgeschaut. Man kann sich hier fleißig langrollen. Sollte man hier zwingend am Anfang alles kaputt machen? Kein Kind des Staubs darf entkommen. Ja, irgendwie habt ihr hier Probleme mit den Zwergen, ne? Kann das sein?
Hilfe! Bitte! Irgendjemand muss mir helfen! Wir kriegen jetzt hier im Tutorial auf jeden Fall alles Mögliche erklärt. Alle spielbaren Klassen kriegen wir so ein bisschen erklärt. Was sind das überhaupt für eine grüne Brühe? Ihr da! Ihr dort oben! Bitte helft mir! Bitte! Es sind keine Zwerge, es sind Gnome. Das hätte man auch sehen können. Ich weiß, dass hier irgendwo ein dreckiger Sterblicher ist. Ich kann euch riechen. Ah, von einigen Stellen kannst du herunterspringen. Kommt raus, kleines Ungeziefer! Drücke F. Kommt raus, kleines... Noch mehr Sterblich. Schnauze! Ich bin nicht sterblich. Ja, aktuell ist hier nur Maus-Button-Machine angesagt. Tuata, Soldat, du lebst ja noch. Plündern, was gibst du mir? Eine abgewetzte Rüstung. Oh, danke. Ich danke euch. Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Ja. Es hat funktioniert. Kann das erklären. Bei den Büchern, es hat funktioniert! Ihr lebt! Wir sprechen hier mit Ansel. Ansel Washington. was ist passiert? Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht einmal wo. Aber euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Professor Uguay, er heißt offensichtlich Professor Hughes. Wer sind diese Angreifer? Ich weiß nicht genau, wie das System hier funktioniert. Ich bin im Inquisition-Modus und denke, dass wenn wir das fragen, die beiden erhalten bleiben. Wir werden gleich sehen. Du meine Güte, ihr wisst es nicht. Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Hughes hat vielleicht auch darauf eine Antwort. Ihr müsst am Leben bleiben und zu ihm gelangen. Okay. Professor Fomorus Hughes, der Seelenquell, ist sein Lebenswerk. Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Einfacher Heiltrank. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten. Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben, aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Ich will noch mal gucken, ob er bei Angreifern das Gleiche sagt. Du meine Güte, ihr wisst es nicht. Der Vorgang hat... Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während... Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein, zumindest hoffe ich, dass er dort ist und in Sicherheit. Tschüss. Ich kümmere mich kurz um diese Tür und schon können wir los. Ja, ich leg mir erstmal neue Rüstung an. Meine erste Rüstung. A steht für ausgerüstet. Oh, 12% Volltreffer Schaden. Das ist gut. Zerschlissene Gamaschen. Kann ich mir eigentlich irgendwo Konsumgut? Oh, gut, jetzt habe ich eingenommen. Ich dachte, ich könnte mir die irgendwo ausrüsten. Kann ich irgendwo Werte sehen? So sehen übrigens die Bäume aus. Zauberkraft, Macht, Raffinesse. Ich werde wohl auf den Raffinessebaum gehen, wenn ich mir die Namen der Bäume alleine mal so angucke. Wahrscheinlich Krieger, Schurke, Magier. Ich denke, das Skillsystem, es wirkt zumindest relativ simpel, relativ
ja, relativ linear, sagen wir es mal so. Wir werden es sehen, aber Status, Effekte, Erfolge, Statistiken. Ah, nee, Erkundung. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen Zeit im Menü verbringe. Handy geht. Kann gerade nicht. Ruf gleich zurück. In 10 Minuten ungefähr. So, noch lautlos gestellt, falls nochmal angerufen wird. Ja, schade, ich würde einfach gern mal reine Werte sehen, aber offensichtlich... Hier entlang. Ihr geht vor. Ist das nicht so? Mit Ansel Washington entkommen, okay. Abgetragene Gamaschen. Gib mir mal her den Krempel. Gegenstände im Inventar. Kannst du folgende Arten ausrüsten. Weiter. Okay. Muss Enter drücken. Fünf Prozent Volltrefferchance. Nehmen wir doch mit. Sieht gar nicht mal schlecht aus hier, oder? Jetzt hau ich hier alles. Ich meine, hinter diesen Kisten konnten auch ab und an mal ein paar coole Sachen sein. Jetzt, also ich werde es jetzt am Anfang mal tun. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Alte Stiefel. Gib. 5% Volltreffer Schaden. Wir finden schon cooles Zeug, aber ich glaube, wir finden im Laufe des Tutorials dann auch noch Zeug für andere Klassen. Also Magier, Krempel und Krieger. Kriegerausrüstung. Glaube ich. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Hä, aber wenn wir jetzt, wenn die anderen Völker auch unsterblich werden, dann hört ja der Krieg nicht auf. Der Krieg geht ja dann, der Krieg wird ja nur verlängert bis zum jüngsten Tag. Also unendlich lange im Endeffekt. Oder die Tuatha sagen, die sind auch unsterblich. Okay, wir hören auf. Das bezweifle ich aber. Nicht gut. Nicht gut. Wir haben unten übrigens, habe ich gesehen, sind das die Tränke, Spiel, Audio, Auflösung, Grafik, Steuerung. Alternative Waffe verwenden, Q, interagieren, F. Schneller Heiltrank, R. Was liegt denn auf E, schneller Mana-Trank? Den werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Mal gucken, ob ich das umlege. Erstmal lasse ich es so. Wollte nur wissen, wo der schnelle Heiltrank ist auf R. Vielleicht habe ich das Tutorial verpasst, vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht habe ich es aber auch übergangen, weil ich aus Versehen schon einen Heiltrank geschlürft habe. Überall tote Gnome. Die alle gleich aussehen. Mehrlinge. Es ist Mehrlinge, es heißt Mehrlinge, ne? Multilinge. Achso, springen kann ich ja nicht. Hui, hui, hui. Automatischer Speicherpunkt. Okay. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Ein Schild besorgen. Okay. Mein Gott, was ist denn hier gerade nur los? Mit dem Handy. Es bimmelt und rappelt und leuchtet. Ich sehe meinen Timer gar nicht mehr. So, jetzt. Ach
Also in den Kisten ist, glaube ich, Gold. Ab und zu sind aber auch hier, wie hier, Truhen, Truhen versteckt. Oh, hier ist ja ein Waffenständer. Ob da wohl ein Schild drin ist? Nein! Wer hätte das gedacht? Berüstung. Da, zerrissene Handschuhe. Gib. Primitiver Eisenschild. Gib. Achso, Dietrich, ein kleiner Metallschirm mit Holzgriff, der kann auch schon so knacken. Ja, das werden wir wohl auch irgendwann können. Hoffe ich zumindest. Habe ich da gerade noch gesehen? Plunder. Hoffentlich hat der Plunder kein Gewicht, beziehungsweise verbraucht keine Slots. Habt ihr etwas gehört? Noch mehr Tuata! Tuata! Es ist Zeit, Sterblicher. Kann ich hier kontern? Au! Bringen wir es zu Ende. Ich glaube, ich werde mit dem Kampfsystem. Nur dieses Schwert. Der dort hatte noch einen Bogen. Holt ihn euch. Ne. Wer hat einen Bogen? Du? Du? Den hätte ich doch gar nicht besiegt. Ist aber egal, du hast einen Langbogen. Escape drücken, um ihn als Sekundärwaffe auszurüsten. Wie geht denn das? Waffen, Sekundär, Langbogen. Achso, ich wechsle die mit Q, ne? Hab ich ja nachgeschaut. Achso, das ist unten. Das soll ein Schwert sein? Übergang vom Griff zur Schneide oder was soll das darstellen? Auf jeden Fall will ich einen Bogen. Na gut, hier will ich erstmal wieder ein Schwert, um alles zu zerbashen. Gibt halt alles ein bisschen Kohle. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das am Anfang... Guck mal, da hinten sind noch jede Menge Kisten. Inwieweit das jetzt am Anfang relevant ist, dass wir das kaputt machen. Keine Ahnung, also... Weiß nicht, ob wir das Gold brauchen. Seht ihr, dahinter ist auch was. Zum Glück leuchtet einem alles eigentlich ganz gut entgegen. Trotzdem werde ich wieder die Hälfte übersehen. Schlechte Beinschienen und wieder Dietriche. Schlechte Beinschienen. Blockeffizienz im Nahkampf. Nein. Siehst du, den ersten Gegenstand gefunden, den ich nicht ausrüste. So, Ansel, bin schon unterwegs. Na gut, ich lege ja das Schwert schon da. Dort vorne sind Bogenschützen. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Drücke, um deine Sekundärwaffe zu verwenden. Okay. Sie ist offen. Na los, geht schon. Anvisieren tut er automatisch. Du hast keine Munition mehr. Dein Vorrat an Pfeilen ist begrenzt. Pfeile füllen sich nach kurzer Zeit automatisch wieder auf. Da oben, seht ihr das? 2, 3, 4, 5. Gut, es dauert eine Zeit, aber dann füllen sich alle mehr oder weniger zeitgleich wieder auf. Gut. Gut. Tschüss. So. Dann gucken wir doch mal weiter. Ich glaube jetzt entfessle einen mächtigen Distanzschuss. Bams! Da war ein Stein im Weg.
Noch ein sterblicher Leib für den Scheiterhaufen. Haufen? Hier ist eine Truhe. Goldmünzen, abgewetzte Dokumente und Dietrich. Dietrich Genscher. Was habe ich denn heute mit Namensspielchen? Rostige Beinplatten. Klingt ganz nach Krieger. Ja, Blockeffizienz im Nahkampf. I don't need this. Ich werde wahrscheinlich als Primärwaffenset zwei Dolche oder so nehmen. Vielleicht ein Dolch und einen kleinen Schild. Müssen wir mal gucken, was sich da als gut bewährt. Und als Sekundärwaffe einen Bogen. Also schon hier machen wir schon einen auf Schurke, ne? Ist ja wohl klar. Na klar. Da komme ich offenbar nicht hin oder wahrscheinlich nicht hin. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter mit dem Tutorial. Und ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel. Und ich weiß, dass es vor kurzem erst der gute Gronkh gemacht hat und dass einige es bestimmt schon bei Gronkh gesehen haben. Aber ich möchte es einfach trotzdem machen, weil ich bin ja nicht abhängig von anderen Leuten, was ich machen möchte. Ich habe da echt Bock drauf. Ich habe da schon lange Bock drauf und habe da schon oft drüber nachgedacht. Aber Skyrim hat ewig lang gedauert, dann kam Dragon Age Inquisition, zwischendurch wollte auch unbedingt Mass Effect machen und so Geschichten, und jetzt ist endlich mal so ein bisschen frei, dass ich nicht irgendwie so ein mega langes Rollenspiel habe. Da kommt dann nächstes Jahr Enderal, was wahrscheinlich länger werden wird als Skyrim. Mit dem Projekt werde ich mich wahrscheinlich auf dem Kanal lange, lange beschäftigen, wenn es denn rauskommt. Ende nächsten Jahres Mass Effect 4 oder halt Mass Effect Andromeda, Entschuldigung. Da bin ich auch mega gespannt drauf, und hinter mir kann ich springen. Ach, hier kann ich runterspringen. Ah, ich sehe auf der Minimap auch Ziele, wo ich runterspringe oder Sachen, wo ich runterspringen kann. Das ist ja ganz cool. Na gut, auf jeden Fall habe ich jetzt endlich mal Zeit für Reckoning, für Kingdoms of Amalur. Ich weiß, dass auch das ein sehr langes Spiel ist und ein sehr langes Projekt werden wird. Bei Gronkh waren es nicht zahlenmäßig nicht ganz so viele Folgen, dafür waren die, glaube ich, alle, so wie ich ihn kenne, relativ lang. Ich denke mal, dass wir hier einen Umfang haben werden wie Dragon Age Inquisition. Kommt halt drauf an, wie ich mich entscheide, ob ich es wirklich detailliert spiele wie Dragon Age Inquisition oder ob ich sage, naja, das ist jetzt so nicht ganz so pralle, die Nebenquests und so, und ich konzentriere mich dann doch primär auf die Hauptquest. Werden wir alles im Laufe des Spiels sehen. Bisher sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.